Je nach Region ist inzwischen jede dritte Zecke Träger der gefährlichen Borreliose. Und gerade das ist das Tückische auch. Noch Monate und Jahre später können sie unter schlimmen Borreliosefolgen leiden. Hundebesitzer sind bei dem Thema jetzt sensibilisierter. Aber wir alle sollten unbedingt die Zeckengefahr ernst nehmen. Bei warmem Wetter lauern die kleinen Biester ganz typisch im hohen Gras und insbesondere Hunde mit langem Fell, die fangen sich die ja dann gerne ein. Deswegen weiß auch jeder Hundebesitzer, dass er darauf achten sollte. Und nach jedem Joggen, das ich mache oder langen Spaziergang mit meinem Hund, dann checke ich den auch immer standardmäßig nach Zecken und tatsächlich 1-2 Zecken sind immer bei ihm drin. Und auch wenn wir Menschen jetzt in der Regel natürlich kein langes Fell haben und vielleicht auch nicht so in dem Gras da rumwühlen, sind auch wir gern gesehene Opfer von Zeckenbissen, wie wir so schön umgangssprachlich ja sagen. Wir sagen ja mal Zeckenbissen. Deswegen checke auch ich zum Beispiel, wenn ich in kurzen Klamotten joggen gehe oder wandere, meinen Körper danach immer ab. Zeit genug haben wir, das ist auch ganz wichtig. Es reicht also, wenn wir danach am Nachmittag, abends in Ruhe unter der Dusche schauen, ob wir sozusagen Zecken haben. Und noch einmal bezüglich dem Wort Zeckenbiss, korrekter heißt es eigentlich Zeckenstich. Viel wichtiger aber als die Frage nach Stich oder Biss ist natürlich aber die Gefahr einer Borreliose-Infektion. Und darunter versteht man ja eine ganze Gruppe von Krankheiten, das ist auch wichtig, die durch den Zeckenstich übertragen werden können. Mit etwas Glück kommen sie nur mit einem zum Beispiel juckenden und geröteten Stich davon. Das ist meistens so. Aber, und das ist viel wichtiger und das ist wichtig zu wissen, die Borreliose kann auch ihr Herz, ihre Nerven beschädigen und sogar auch Lähmungen hervorrufen. Und vor allem, Symptome, Anzeichen können auch erst Monate später auftauchen. Man wundert sich dann, woran liegt das vielleicht? Und erst nach langer Zeit kriegt man raus, oh, man hatte quasi eine Borreliose. Auf welche typischen Borreliose-Symptome Sie frühzeitig achten müssen, woran Sie selbst erkennen, dass Sie eine haben, um genau auch zu verhindern, dass es zu einem chronischen Verlauf kommt, wie Sie sich auch vor einer Infektion schützen können. Und das schauen wir uns jetzt auch einmal an, welche Rolle quasi das hier dabei spielt. Darum geht es jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, die wir bekommen, auch aktuelle Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Borreliose, das ist die am häufigsten durch Zecken übertragene Krankheit und wird jährlich bei über 300.000 Personen in Deutschland diagnostiziert, also nicht weniger. Und gerade in einem bestimmten Zeitfenster fallen diese Erkrankungen ja auch immer an. Die Zahlen, das ist wichtig, steigen seit Jahren an, denn die Zecken lieben die hierzulande inzwischen oft milden Winter. Also die Gefahr wird sozusagen immer größer für uns. Und je nach Region geht man davon aus, dass jede 20. bis gar jede dritte Zecke Borreliose übertragen kann. Und je mehr wir in den Süden von Deutschland gehen, desto höher ist die Gefahr. Das ist ganz wichtig. Denn teilweise kann das sogar lebensgefährlich sein. Und deshalb ist es super relevant für Sie, die Symptome, die Anzeichen, auch die Behandlungsmethoden dieser bakteriellen Infektion, es sind nämlich Bakterien, zu erkennen, zu wissen und darum geht es jetzt. Lyme-Borreliose. Wir richten den Fokus in diesem Video einmal auf die Lyme-Borreliose und sie ist nämlich eine von mehreren Unterformen der Krankheit der Borreliose. Ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Arten der Borreliose. Und ist hier bei uns in Deutschland und auch in ganz Europa besonders häufig verbreitet. Also meist ist es die Lyme-Borreliose. Und je nach Erreger in der Zecke kann es bei einem Stich zu ganz unterschiedlichen Symptomen kommen. Die erste Frage, die sich bestimmt auch Sie stellen, ist natürlich immer, wie lange muss eigentlich eine Zecke überhaupt saugen, um einen Menschen mit Borreliose infizieren zu können. Denn oft sieht man, oh, man hat hier eine Zecke und bricht dann gleich in Panik aus, vor allem wenn die Zecke bei Kindern drauf ist. Die Borrelien, also die bakteriellen Erreger der Lyme-Borreliose, befinden sich im Darm der Zecke, sodass sie eine längere Zeit saugen muss, die Zecke, bevor der Erreger über den Darm dann auf uns Menschen übertragen wird. Man sagt, dass das Infektionsrisiko nach einer Saugzeit von mehr als 12 Stunden bis 24 Stunden steigt. Also Sie haben einen halben Tag quasi Zeit. Entfernen Sie die Zecke, klar, so früh wie möglich, dann ist das Übertragungsrisiko natürlich relativ gering. Man muss aber nicht sofort in Panik verfallen, nicht jede Sekunde zählt. Aber, und das ist wichtig, die Zecke sollte ohne Manipulation bzw. ohne Beschädigung entfernt werden, um eine Lyme-Borreliose zu verhindern. Wie das geht, dazu gleich mehr
Ich habe hier dieses Gerät immer bei mir im Sommer, aber jetzt einmal erst zu den Symptomen. So, und in eigener Sache, und wenn Sie mir schon länger folgen, wissen Sie, dass ich verschiedene Ratgeber erstelle und es kommen immer wieder neue Ratgeber dazu. Deswegen schauen Sie gerne mal in meinen Shop rein und da geht es immer um das Thema Nährstoffe, Ernährung, Supplements für unsere Gesundheit und zwar unabhängig, wissenschaftlich basiert, ohne dabei irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern rein den Stand der Wissenschaft Ihnen quasi zu vermitteln. Das alles finden Sie in meinen Ratgebern, also gerne schauen Sie da einmal rein. Symptome der Borreliose. Wussten Sie, dass es bis zu einigen Wochen dauern kann, bis Borreliose-Symptome auftreten? Das sollte man unbedingt im Hinterkopf haben, gerade wenn man einen Sommerurlaub zum Beispiel im Süden von Deutschland gemacht hat. Viele Menschen bemerken den Stich zunächst gar nicht, bis dann die Haut zum Beispiel auch beginnt, sich um den Stich herum zu röten, zu jucken. Stichwort Wanderröte. Sie ist so circa 5 cm groß und Sie können in der Regel im Zentrum noch die Einstichstelle der Zecke erkennen. Quasi so ein Kreis, in der Mitte ist sozusagen noch die Einstichstelle. Das kann sein, muss aber nicht sein. Vereinzelt kommt es auch in dieser ersten Phase, also ganz am Anfang, schon zu weiteren unspezifischen Symptomen wie Unwohlsein, Kopfschmerz, vielleicht sogar gar Fieber. Das ist nicht oft, kann aber sein. Vielmehr wichtig, diese Wanderröte erkennen, diese Einstichstelle. Oft kann man das dann auch gar nicht natürlich richtig einordnen und verwechselt die Symptome zum Beispiel auch mit einer Sommergrippe, klar. Die nächste Borreliose-Phase beginnt oft mit einer Verschlimmerung der Wanderröte. Oft vergehen bis dahin mehrere Wochen, vielleicht Monate, sodass die Symptome dieser Phase in der Regel gar nicht mehr mit dem Zeckenstich oder Zeckenbiss in Verbindung gebracht werden. Man denkt, das ist jetzt irgendwas anderes. Aber nein, das ist quasi schon eine Chronifizierung der Borreliose. Dadurch wird die Borreliose natürlich auch oft erst zu spät erkannt, um etwas dagegen zu tun. Betroffene beginnen dann irgendwann über schmerzhafte Gelenkentzündungen zu klagen, häufig in den Knien. Das ist ganz typisch. Und auch, am Anfang habe ich über Hunde gesprochen, auch bei Hunden, auch bei meinem Hund waren das genau Symptome, die er auf einmal entwickelt hatte. Dazu kommen oft noch auch Hautentzündungen an den Armen und an den Beinen. Und dadurch kann die Haut auch so dünn werden, dass die Venen so richtig hindurch schimmern. Bei mir ist das schon immer so, hat hoffentlich nichts mit Borreliose zu tun. Aber nach diesen langen Monaten, dann sind die Erreger natürlich schon so weit durch den Körper gewandert und können an den verschiedensten Stellen dann Schäden hinterlassen. Einige Beispiele für solche Schäden, die schauen wir uns jetzt auch einmal an, gehe ich jetzt drauf ein, denn es ist wichtig zu wissen für Sie, wie ernst der Verlauf einer Borreliose ist und warum es deswegen so wichtig ist, darauf zu achten, ob Sie einen Zeckenbiss, ob Sie Zecken quasi gerade auf Ihrem Körper wandern haben. Aber nochmal, nicht jede Sekunde zählt, sondern es ist wichtig, sie vollständig zeitnah zu entfernen. Neuroborreliose. Sie hören es vielleicht schon an dem Wort oder an dem Namen Neuro. Diese Komplikation der Lyme-Borreliose, die führt zu einer Schädigung des Gehirns. Und gerade das ist das so gefährlich auch. Und dazu kommt es, weil die Erreger eine Entzündung im Gehirn und auch im Rückenmark, also im zentralen Nervensystem hervorrufen, was in schweren Fällen praktisch den gesamten Körper lahmlegen kann. Und auch ich habe einen solchen Patienten auf der Intensivstation schon erlebt. Das passiert bei immerhin etwa 3-12% aller Lyme-Borreliose-Patienten, also gar nicht mal so selten. Es kommt dann typischerweise zu, und darauf achten, brennende Nervenschmerzen, Ausfallerscheinungen bei der Koordination, das läuft nicht mehr so richtig. Und dazu, dass sämtliche Sinnesreize nicht mehr richtig weitergeleitet werden können. Einige Patienten erleben zum Beispiel Sprachstörung, Sprechstörung oder ein beeinträchtigtes Gehör zum Beispiel. Manche Patienten haben auch Lähmungen der Arme und der Beine oder auch Blasenstörungen. Sie merken also, es ist eine ganze Bandbreite. Deswegen ist es wichtig, dieses ganze Bündel an Symptomen festzumachen, zu verstehen. In seltenen Fällen kann es sogar zu Halluzinationen oder auch zu epileptischen Anfällen kommen. Eine solche Entzündung des Gehirns, das muss man wissen, ist lebensgefährlich, muss sofort behandelt werden. Wie Neuroborreliose und Co. behandelt werden, das erfahren Sie jetzt auch am Ende des Videos.
Eigentlich ist es relativ einfach. Wichtig ist es aber nur, dass man es erkennt und dann frühzeitig behandelt. Limekarditis und Limearthritis. Eher selten, aber dafür auch gefährlich sind die sogenannte Limekarditis. Da steckt das Wort Chor, Herz drin. Und die Limearthritis. Bei ersterer, der Limekarditis, da kommt es zu einer Entzündung des Herzens. Das hat zur Folge natürlich, dass die elektrischen Signale, die unseren Herzschlag auslösen, nicht mehr richtig weitergeleitet werden können. Also es gibt Probleme mit dem Herzen. Dadurch gerät typischerweise unser Herz aus dem Takt. Es kommt zu Herzrhythmusstörungen. Und diese Herzrhythmusstörungen, klar, die führen dazu, dass weniger Blut zum Beispiel durch den Körper gepumpt werden kann. Was bekommen wir dann? Schwäche zum Beispiel. Die Organe werden nicht mehr richtig durchblutet, denn die benötigen ja Sauerstoff, die benötigen Nährstoffe. Und dann bekommen wir quasi Probleme an den Organen. Wir wissen gar nicht so richtig, woran das liegt. Das kann dann zum Beispiel an einer Limekarditis liegen. Heimtückisch ist bei der Limekarditis, dass lange keine Symptome auftreten. Der Körper kompensiert das noch sehr lange. Und dadurch bleibt es lange unbemerkt, dass bereits Schäden am Herzen sind, durch die anhaltenden Rhythmusstörungen Schäden auch entstanden sind, die unsere Organe beeinträchtigen. Das genaue Gegenteil ist bei der zum Glück seltenen Limearthritis der Fall. Die kann Jahre nach dem Zeckenstich auftreten und macht sich dann schnell mit sehr auffälligen, einschränkenden Symptomen bemerkbar. Es kommt zur Entzündung der Gelenke zum Beispiel, was einem natürlich dann Schmerzen auslöst und auch die Beweglichkeit des Gelenks zum Beispiel stark einschränkt. Das ist ganz gut vergleichbar mit der rheumatoiden Arthritis, über die ich ja auch schon einige Videos gemacht habe. Und diese jetzt genannten Komplikationen, gerade die Limearthritis, die Limekarditis, das sind natürlich Folgen, was zeigt, warum es so wichtig ist, bei einem Zeckenstich kein Risiko einzugehen, sondern sofort zu behandeln. Was tun bei einem Zeckenstich? Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Häufig nehmen wir Zeckenstiche ja gar nicht wirklich wahr. Sie gehen beim Spaziergehen oft unter und sind nicht so einprägsam, dass wir sie mit teilweise Monate später auftretenden Symptomen verbinden. Darauf kommen wir gar nicht, auf die Idee. Wie gesagt, Hunde haben die oft. Hundebesitzer sind deswegen vielleicht sensibilisierter für sowas. Einfach ist es natürlich, wenn wir die Zecke bemerken, während sie noch im Körper steckt. Dann ziehen Sie die Zecke dann bitte nicht einfach so impulshaft raus, irgendwie so mit dem Finger angreifend raus. Das nicht. Das kann nämlich dazu führen, dass Ihre Beißwerkzeuge von der Zecke unter der Haut stecken bleiben und den Borreliose-Erreger weiter übertragen können. Deswegen wichtiger, das sind Zeckenzangen sozusagen, mit der kann man ganz gezielt die Zecke herausholen. Und zwar die ganze Zecke, und im Zweifel müssen Sie halt zum Arzt gehen, wenn Sie das selber nicht können oder nicht gemacht haben. Wie gesagt, man hat einige Stunden Zeit. Sie haben also definitiv Zeit. Keine Panik, wenn Sie abends irgendwie eine Zecke feststellen, die Sie im Laufe des Tages bekommen haben. Ruhig bleiben und dann aber vor allem mit genug Zeit für eine vollständige Entfernung der Zecke sorgen. Das ist jedes Mal das, was man Betroffenen sagt. Ganz wichtig, also auch den Kopf der Zecke mit entfernen. Haben Sie hingegen schon eine Rötung am Körper entdeckt und sind Sie nicht sicher, wo die jetzt herkommt, beziehungsweise ob es ein Zeckenbiss bzw. Zeckenstich überhaupt war, dann sollten Sie in jedem Fall sofort einen Arzt, Ärztin aufsuchen und erwähnen Sie auch, dass Sie zum Beispiel heute lange spazieren waren oder in den letzten Tagen unterwegs waren, im hohen Gras waren, was auch immer. Was prinzipiell ja sehr wahrscheinlich ist, dass Sie dann einen Zeckenstich zum Beispiel hatten, denken Sie an diese Wanderröte, an diese Anzeichen, die ich gerade gesagt habe. Und was macht der Arzt? Er macht eine Blutuntersuchung, er nimmt Blut ab und kann dabei schauen, ob es Antikörper gegen die Borrelien quasi gibt. Achtung, wichtig, ist die Infektion mit den Borrelien erst wenige Tage her, dann kann ein solcher Antikörpertest noch negativ ausfallen. Genauso auch muss ein positiver Test nicht unbedingt auf eine akute Infektion hinweisen, sondern kann auf eine ganz alte, folgenlos abgeheilte Borreliose hindeuten. Es kann ja sein, dass Sie schon mal vor 2 Jahren auch eine bekommen haben. Das ist sozusagen immer die Herausforderung. Ihr Arzt kann das aber dann interpretieren, gerade mit dem, was Sie ihm auch berichten und sagen, und dann gemeinsam mit Ihnen entscheiden, was man tut. Die Behandlung von Borreliose. Da Borrelien ja Bakterien sind, können Sie zum Glück
gut mit Antibiotika bekämpft werden. Eigentlich eine relativ einfache Lösung. Wie genau die Behandlung abläuft, ist abhängig von den Symptomen, die Sie schon haben, dem Krankheitsstadium, wo ist man also, wie lange sind die Borrelien schon oder die Borreliose, ist es chronisch oder akut, und auch dem Alter. Kleine Kinder zum Beispiel, Schwangere, sollten zum Beispiel möglichst nicht mit starken Antibiotika behandelt werden, weshalb man dann auf weniger wirksame, sozusagen schwächere Ersatzpräparate zurückgreift, um es so zu sagen. Deshalb auch hier nochmal der Tipp an alle Eltern. Suchen Sie Ihre Kinder nach dem Spielen in der Natur nach Zeckenbissen ab. Diese 2 Minuten Vorsorge können eine mitunter dann nämlich wochenlange Borreliosebehandlung und wochenlange Behandlung durch Antibiotika ersetzen. Deswegen absuchen. Weiterhin hilft es auch bei Kindern und Erwachsenen natürlich möglichst gut schließende lange Kleidung zu tragen. Nicht nur wegen den Borrelien oder Borreliose, sondern natürlich auch wegen Sonnenbrand, klar. Helle Farben helfen außerdem, Zecken schneller zu erkennen. Auch zeckenabweisende Mittel gibt es ja auch, bieten einen gewissen Schutz. Aber trotz Vorsichtsmaßnahmen kann es natürlich passieren, klar, dass Sie es mit einer Borreliose erwischt, dass Sie eine Infektion haben. Und dann gilt für die Behandlung grundsätzlich, je früher Sie beginnen, je früher Sie die Antibiotikatherapie beginnen, desto wirksamer ist sie. Im frühen Stadium reichen in der Regel 14 Tage Antibiotika aus. Das ist das, was man in einem Akutstadium macht, 2 Wochen. In späteren Stadien kann es bis zu 30 Tage dauern. Also wenn Sie diese Lima-Arthritis bekommen zum Beispiel und wissen, die Borreliose ist schon 6 Monate her, dann macht man eher eine längere Behandlung, bis zu 30 Tage. Und das kann natürlich eine ganz schöne Belastung zum Beispiel für das Verdauungssystem sein. Manche Mediziner entscheiden sich bei Borreliose-Patienten auch für eine monatelange Antibiotika-Behandlung. Das ist aber aufgrund der Nebenwirkungen natürlich fraglich, sollte man sie auch ganz genau überlegen. Ganz wichtig aber, es gibt ansonsten keine Maßnahmen, keine Wundermittel, die sozusagen eine Borreliose heilen. Das heißt, wenn Sie sehen, Sie haben diese Anzeichen, Symptome einer Borreliose, Sie wissen, Sie hatten einen Zeckenstich, es lässt sich nachweisen durch Antikörper in Ihrem Blut, dann ist wirklich die antibiotische Behandlung Mittel der Wahl und sollten Sie auch unbedingt durchführen. Warum? Damit es langfristig keine Komplikationen gibt, wie ich gerade auch gesagt habe, Limekarditis oder auch Limearthritis. Das war einmal das Thema Borreliose. Achten Sie also unbedingt darauf. Jetzt beginnt ja wieder die Saison. Schaffen Sie sich selber so eine Zeckenzange an. Ist nicht teuer, hilft aber sofort. Und entfernen Sie damit dann immer die gesamte Zecke. Das ist immer ganz wichtig und Sie haben genug Zeit dafür. Vielen Dank. Gerne kommentieren Sie einmal das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.